Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Ostriff. Hier haben wir das letzte Mal unser neues Wohngebiet in Angriff genommen. Es dauert jetzt noch ein bisschen, bis die gebaut werden. Wir wollen ja erstmal unsere Salzherstellung fertig kriegen. Ich lasse das hier schon mal weiterlaufen, damit wir auch den blöden Winter bald überstanden haben. Ah, die holen das auch im Winter noch rein, das ist gut. Ja, wir haben hier, glaube ich, auch noch Off-Season-Arbeiter drin. Achso, hier Off-Season, ja. Habe ich das nicht? Ich guck mal eben was. Ja, doch. Apply to all. Guck mal hier nochmal. Jo, okay. Jetzt hat's funktioniert. Das hat jetzt funktioniert, damit dann nur eine Arbeit, ja, die muss es zwar dann allein hier reintragen, aber es wird wenigstens noch reingetragen und bleibt dann nicht stehen. Hallo? Spiel? Hallo? Ah, jetzt. Okay, es hat sich mal ganz kurz aufgehangen. Ich glaube, das hatte wieder was mit dem Speichern zu tun. Ja, Autosave, ja. Da hängt sich das ganz gerne ja mal auf. Aber das ist wohl halb so wild, solange es weiterläuft, würde ich einfach mal behaupten. So. Ich bin echt gespannt, ob wir das heute vielleicht fertig kriegen, weil die sind ja schon gut dabei, ne? Also die müssen ja theoretisch nun fast nur noch aufbauen. Ja, die haben alles da, sie müssen nur aufbauen. Das hätte nämlich was. Wenn wir das fertig kriegen würden, da bin ich echt gespannt, wie das dann läuft. Und dann müssen wir das blöde Salz auch nicht mehr kaufen für unseren Dried Fish. So, das wäre echt hammermäßig. Das wäre richtig gut. Ich bin jetzt mal zusätzlich... Wir haben immer noch keinen Honig gekauft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weil die haben ja eigentlich Honig. Deswegen weiß ich es nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum wir keinen Honig kaufen. Aber zumindest funktioniert der Rest. Cabbage, Cucumber, Onions, das funktioniert wenigstens. Da bin ich schon mal zufrieden mit. Besser als nichts. Süß. Ich hatte auch überlegt, ob wir eventuell hier noch eine Brücke machen, damit gegebenenfalls die, die hier wohnen, vielleicht ja hier zur Arbeit gehen. Wisst ihr, wie ich das meine? Dann hätte man hier nochmal so eine Brücke. Ich mache das jetzt einfach mal. Da, Wooden Bridge. Mal so ein Stück kürzer, brauche ich nicht ganz so viel. So. Dann haben wir da nochmal eine Brücke. Da müssen nicht alle, um da drüben hinzukommen, bis davor laufen, sondern wir haben dann hier hinten nochmal eine. Ist vielleicht für die hier auch dann ein kürzerer Weg. Das weiß ich. Also wäre so meine Idee. Ich glaube, eine Brücke mehr schadet uns nicht. Das ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Und die steht jetzt auch erstmal ganz hinten an. Das mit den Nägeln, glaube ich, dann mit am längsten dauern. Aber ich bin auch froh, dass das hier scheinbar mit der Holzkohle jetzt auch besser funktioniert. Oh, Mensch, diese blöde Autosave-Teile, ne? So, wie sieht's denn aus? Wie alt seid ihr? Wollt ihr mal miteinander schlafen? Wie wär's? Ich mache euch auch eine Kerze an. Ich mache euch auch eine Kerze an. Das, so. Ich wäre voll dafür. Hallo, du brauchst Geld. Jo, okay, das kriegen wir hin. Ja. Kriegst du mal 10 Euro. 10 Euro ist auch echt eigentlich nicht viel, ne? Ich brauche so dringend Geld. Ich habe kein Essen und nichts. Ja, hier hast du 10 Euro. Ach Mensch, danke. Jetzt geht's mir wieder gut. Prepare the source to be used as a draft animal. Das hat ja jedes Mal nicht funktioniert. Ich frage mich, ob die sich vielleicht auch mal fortpflanzen. Das wäre cool. So ganz grundsätzlich. Hätte das was. Oh, wir machen ein bisschen Plus, sehe ich gerade. Vorhin waren es noch 946. Oh, 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 hallo? Hallo? Hallo?
Seid fleißig, ihr Männer. Seid fleißig und baut das Gebäude. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Und nicht, dass wir da irgendwie das an eine falsche Stelle gepackt haben oder so. Das wäre richtig beschissen. Das wäre so richtig bescheuert. Aber es wäre auch wieder so typisch ich. So, ach ja, hier, Salzherstellung oder so. Ist nichts in der Nähe. Das wäre so typisch für mich. Also richtig typisch. Das sieht ja auch interessant aus, ne? Krass. Aber man sieht das ja eigentlich kaum von draußen und dass sie das trotzdem so detailliert machen, das finde ich echt nicht. Das finde ich schon nicht schlecht, so, muss ich ja mal sagen. So, und jetzt Feierabend hier oder was? Mann, ich habe mich gefreut, dass das gleich fertig ist. Der Spaß. Toll. Ganz toll. Was ist eigentlich mit unseren. Ich habe doch hier zwei Bullen. Also ich habe doch, oder nicht? Beziehungsweise ich habe zwei Ochsen zu zwei Bullen zu Ochsen. Och, meine Güte. Also, ich weiß jetzt nicht genau, warum die nicht geholt werden. Vielleicht werden die auch erst geholt, wenn die das Ding. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich da zwei rumstehen. Dann sollte es mir auch egal sein. Wenn wir dieses Wasserproblem hier einfach hinlaufen. How about that? Oder hier? Also unorthodoxe Idee, aber wenn ich Wasser brauche, könnte ich mir einfach Wasser holen. Also es ist wirklich eine gewagte Idee jetzt, ne? Aber also man könnte es ja mal probieren. Oder nicht? Ja, baut weiter, ihr fleißigen Männer. Danilo. Arkad, ich muss ganz kurz gucken, wer da ist. Sunflower Oil. In Export. Oh, wir können 1000 verkaufen. Geil. 1000 Deal. So, möchte ich dir was abkaufen? Wir könnten dir ein bisschen. Ach, wir haben noch 1000. Ist egal, das kriegen wir ja. Also, ohne Minus zu machen. Drafthouse hast du natürlich nicht dabei. Mann. Noch irgendwas Schönes? Nee. Nö, okay. Nee. Oh, jetzt macht ihr schon wieder Pause. Ihr seid gleich fertig und ihr macht Pause. Sag mal. Was ein Müll. Nee, aber dann kriegen wir nochmal ein bisschen Geld rein. So ungefähr 100. 120 so in der Dreh. How about Honig? Warum? Warum möchtet ihr uns keinen Honig geben? Ich finde das nicht in Ordnung. Oder ist das voll? Nee, kann ja auch nicht voll sein. Keine Ahnung, ich sag da jetzt erstmal nichts zu. Ich warte jetzt ab. Ach Mensch, du Gute, sitzt hier rum. Wie geht's euch so? Alles fit? Gen Primary Education. Nazar Ukrainets ist unser Lehrer hier. Der Gutste. Der Süße. Jetzt aber, oder? Ist doch jetzt nicht mehr viel. Hat er nicht schon wieder kurz vorher Pause, oder? Come on, ist nur noch ein bisschen Dach. Nur noch ein bisschen Dach. Get ready. Ja. Geil. Food reserve less than a month. Okay. Ich packe hier mal zwei hin. No draft animals. Ich brauche ein scheiß Pferd. Okay, also wir haben hier.
Aha. No draft animals. Ja, das ist jetzt ja eher ungünstig. Ich hätte doch so ein blödes Pferd kaufen. So ein Kack. Beziehungsweise die kriege ich ja nicht. Die kriege ich ja nicht. One Tag. Ich habe keinen Tag. Was ist denn Tag? Oh. So ein Mist. Aber das habe ich doch auch hier nirgends, oder? Oder ist das... Production. Clothes from Textil. Nee. Weavers. Textil from Hemp. Produce Horse Tag from Leather and Metal Parts. Okay. Also, Saddlery. Ich würde es mal. Ich würde die mal bauen. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, ob wir das jetzt hinkriegen. Ich stelle die jetzt einfach mal hier dazu. Weil es in der Nähe ist, so. Muss es nicht so weit. Und die würde ich tatsächlich mal vorziehen. Tech, ja klar. Oh Gott, ich stehe auch vor auf dem Schlauch, ne? Also manchmal fallen mir so viele einfache Vokabeln nicht ein. Seht es mir nach, bitte. Ich habe das eine Mal auch, Oh, ich habe hier... Doch, ist doch jemand da. Ich... hab das eine Mal auch wirklich sehr anstrengend überlegt, was denn Wolke auf Englisch heißt. Irgendwann habe ich aufgegeben, weil es mir einfach nicht eingefallen ist. Und dann hatte ich später überlegt, ach Mensch, du musst ja noch Bilder in die Cloud laden. Okay, da hätten wir's. Ach Gott, das war wirklich anstrengend. Ja, also manchmal habe ich's einfach. Dann seht es mir nach. Das tut mir leid dann, aber manchmal stehe ich einfach so auf dem Schlauch. Das ist so normal. So, wie viel kommt denn hier? Wood und Clay. Ja, da, gut, das ist ja jetzt nicht so viel. Das ist hier, Clay ist hier, guck mal hier. Das ist da und dann das kriegt er doch wohl so hin, oder? Und dann könnte ich die selbst... Oh, das wäre so... Also klar wäre es cool, wenn die sich erstmal hier ein bisschen vergnügen würden und uns ein paar Fohlen schenken. Aber das wollen die ja scheinbar nicht. Da können sie auch arbeiten, würde ich jetzt behaupten. No draft animals. Ja, müssen wir das nächste Mal ein paar Pferde kaufen. Aber wenn wir dann Text selbst machen, weil theoretisch, ganz rein theoretisch müsste ich Slaughterhouse... Ganz, ganz rein theoretisch habe ich, aber, fällt mir gerade ein, ich glaube, die muss ich auch noch umwandeln, oder? From Textil, Textil from Hemp, Shoes from Leather, Leather and Metal Parts. Ich bin aber überlegen, ob wir die nicht... Leather from Heights, ja, okay. Das brauchen wir noch. Ich, wo stelle ich denn das hin? Stelle ich das hier drüben mit hin? Oder stelle ich es hier mit hin? Ich glaube, ich stelle es hier hin. Boah, passt. Dann haben wir hier drüben noch ein paar Arbeitsplätze. Ich meine, transportiert werden muss es eh. Und dann ziehe ich das hier hin, dass die beiden jetzt hier... Obwohl, das ist eigentlich schlau, wenn ich das zuerst mache. Ich brauche ja Leder. Das wäre ja hilfreich irgendwie. So ein bisschen zumindest. Das wäre eventuell hilfreich. So, und die können ja jetzt erstmal nicht arbeiten, weil... irgendwie fehlt das blöde Tier. Achso, die haben jetzt hier schon... Ach... Guckt an. Ja, dann, das werde ich vielleicht jetzt auch noch schnell hinstellen. Hey, Dryer. So. So. Und dann machen wir noch einen. Da. So, hier noch einen daneben. Und dann eine Heubaracke. Dann haben die das hier auch gleich. So, die können wir dann da. Perfekt. So können wir es machen. Also ich hoffe, dass mein Plan so aufgeht. Es wäre fantastico.
Aber ich würde sagen, für diese Folge war es das erstmal wieder. Ich hoffe, in der nächsten Folge kriegen wir es hin, dass wir gegebenenfalls unsere Salzproduktion starten können. Entweder wir kaufen einen Draft Horse, wenn ein Botschafter kommt oder auch nicht. Dann können wir eventuell eins kaufen, wenn der Pferde dabei haben sollte. Sonst müssen wir eben gucken, dass wir selbst die Arbeiterpferde sozusagen machen. Brauchen dazu aber erstmal Sattel. Das wäre, oder Zaumzeug und sowas, das wäre hilfreich. Gut, also, wir haben ein paar wenige Bauprojekte, die sollten wir vielleicht auch erstmal ausbauen lassen, ehe wir hier noch mehr in die Warteschlange setzen. Aber ich denke, das kriegen wir hin in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge hört auf jeden Fall auch schon mal der blöde Winter auf. Aber wir sind über den Winter gut durchgekommen, ohne dass jemand gemeckert hat, was die Nahrung angeht. Also finde ich, nur ein bisschen Wasser, aber habe ich ja gesagt, sollen einfach zum Brunnen gehen, haben sie ja dann getan. Ganz vorbildlich und so. Genau. Gut, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr die neuen Folgen nicht verpasst und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!